ich dachte immer, was mache ich nun? Und in dem Moment kam der Verlag und sagte, hätte ich Lust, ein Buch zu schreiben? Und da dachte ich, na gut, habe ja viel Zeit, jetzt kann ich ja machen. Wenn ich geahnt hätte, wie viel Arbeit nachher doch auf einen zukommt, sowas zu machen, auch mit der Vermarktung hinterher, ich würde es immer noch machen, nur die haben mich da in der schwachen Sekunde erwischt und nicht ahnt, dass die Ferien mal zu Ende gehen und dann auch die Kunden wiederkommen, habe mich da entschieden, dieses Buch dann zu schreiben und so ist es dann entstanden. Ich beginne mal mit der Lesung. Dieses Buch hat verschiedene Abschnitte.